Ach Leute, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe eine interessante Frau getroffen, zum Glück nicht wortwörtlich mit der Waffe, sondern nur so per Augenkontakt. Sie heißt Ellie und ist erstmal ihren Weg gegangen, aber ich glaube, sie will erobert werden, deshalb werde ich ihr mal hinterhergehen. Hier in Dead Space 2, willkommen zurück. Irgendwas war hier kostenlos, wenn ich mal so auf den Boden gucke. Umsonst ist nur der Tod, sagt man ja sonst, ne? Und nicht mal der ist kostenlos. Aber hier in. Also umsonst schon. Umsonst und kostenlos sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. In Dead Space ist er wahrscheinlich beides. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, das sind wir auch schon wieder. Ach, wieder die Viecher. Geh auf! Oh, ist das ein intakter Shop? Ja. Gab's hier eigentlich. Ach, hier gab's auch bessere Methoden, die Dinger auszulösen. So nämlich. Wenn man irgendwas rauffeuert. So, ich gucke erstmal, was aktuell im Shop geht. Auf jeden Fall kann ich ein Schema abgeben. Nämlich die Impulsprojektile. Kann ich was verkaufen? Oh ja, meine Halbleiter. Rubin bringt 10.000. Und Bronze, naja, 1.000 wird's kommen raus. Stase-Packs benutze ich irgendwie nicht. Kann ich auch gleich ganz weglassen. Ja, ewig viel Munition. Die hätte ich ja beim letzten Mal schon verkaufen können. Hier Nietbolzen. Noch von Dead Space Extraction übrig geblieben. Strahlenmunition weg. Ripperklingen weg. Okay, und dann haben wir das erstmal. Geld ist wieder vorhanden. Kann ich mir eigentlich noch. Was war denn jetzt nur wieder neu? Warum kostet eigentlich. Ach ja, Suchergewehr ist ja das. Ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock, das zu kaufen. Ich habe ja schon den Detonator nicht angewendet, ne? Sollte ich vielleicht langsam mal machen. Ripper war noch. Strahlenkanone war noch. Harpunengewehr. Harpunengewehr würde ich wahrscheinlich sogar eher noch benutzen. Also kaufe ich mal das in der Standardausführung. Und dann noch Knoten. Zwei Stück und dann sind wir schon wieder down hier mit der Kohle. Naja, gut. So, jetzt müsste die Harpune auf der 4 liegen. Da kann man die Gegner schön an der Wand tackern. Na, ich probiere es mal. Gespeichert wird es jetzt gerade mal nicht. Ah! Oh. Oh. Ist ja gar nicht mal so. Der ist geflogen, okay. So effektiv, wie ich es mir vorgestellt habe, wollte ich sagen. Das war's bitte von dir, ja? Hab langsam die Schnauze voll, dass die immer aufgehen. So, ich muss aufpassen, hier sind noch so Viechers an der Wand. Oder auch nicht an der Wand. Was können wir denn da mal nehmen? Da können wir so eine Kralle hier nehmen. Und. Ah, ja, kill dich selbst. So. Da muss nur noch was. Das war schon so. Hey! Hat er mir nichts gegeben? Geiziger Typ. Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich wieder die Kinder. Wo grunzt es hier als nächstes? Da oben, ne? Das ist so fies. Oh, ein Knoten! Einfach so. Wow. Okay, jetzt habe ich das Stäbchen natürlich nicht mehr. Ich höre schon wieder was. Ich sehe auch, was da ist. Was an der Wand. Mal sehen, ob es bis dahin reicht. Nee, überhaupt nicht. Hast du noch so eine Klinge für mich? Okay, nehme ich halt dich komplett. Oh! Au! Der Kotzer! Hey! Das war ja eine Frechheit. Das war ja mal eine Frechheit. Mamma mia, gibt es hier eine Kralle? So, jetzt aber. Was? Schieße ich halt drauf. So. Was für ein Scheiß. Oh. Ja, der war ja auch schon offen. Da oben. Oh. Oh mein Gott. Ist das wieder voll gewuchert hier. Ey, Alter!
Der kam ja auch aus dem Nichts. Die kamen beide aus dem Nichts. Ich darf übrigens nicht vergessen, dass ich nach wie vor schweren Schwierigkeitsgrad habe. Deswegen hat mir das jetzt schon ein bisschen was getan. Aber so schlimm ist es nicht. Noch überlebe ich's. Hier kann man wohl nicht rein. Diese verschlossenen Türen, die irritieren mich auch. So. Und glibbert jetzt hier noch irgendwas? Ich war sehr nah dran, fürchte ich. Hä? Wo? Wo? Ah. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Irgendwie geradezu. Da, meine Güte. Na komm mal her, du. Auf dich wäre ich doch fast reingefallen. Dankeschön. Ja, wenn du nämlich suchst und findest nichts. Warte mal, hier habe ich doch einen getackert, aber das war nicht, ne? Ach, naja, egal. Passt schon. Okay, ich würde sagen, das war's hier. Jetzt geht's in den Kindergarten. Titan Station Elementary ist ja eigentlich Grundschule. Gucken wir doch mal. Oh. Hier ist doch alles voll niedlich. Was kann da schon schief gehen? Ja gut. Einmal rum. Oh. It's a trap. Huch. Das Inventar spielt verrückt. Das soll ursprünglich nicht so sein. Das ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Schon alles schlimm genug hier. Boing. Wer will spielen? Zero G Basketball. Da bin ich Meister. Spielt schön, liebe Kinder. Yeah. Oh Mann. Oh Mann. Der Explosionsnachwuchs kommt. Yeah. Ach, also euch brauche ich nun wirklich nicht. Na, da lauert doch schon der Nächste. Leider haben sie mir nichts gegeben. Bin ich nur meine Munition losgeworden. Komm. Die sind doch direkt nebenan. Da musste aber auf der Hut sein. Oh. Nein. Die mag nicht. Huiuiuiuiui. Ist hier hinten noch was? Naja, nichts von Interesse. Timeout, ja, die stille Ecke, ne? Die ist jetzt wirklich still. Ach, nee. Wie viel Muni habe ich denn hier noch? Geht langsam zu Ende. Also Impulsgewehr ist immer knapp. Wash your hands. Und Maske tragen, ne? Okay, jetzt geht's hier raus. Hier wackelt doch schon wieder was. Okay, hier ist nichts, würde ich sagen. Ein Textlog, lange nicht mehr gehabt. Lese ich mal, wenn man mich lässt. Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten.
Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das All ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Tja, Probleme, die man jetzt aktuell noch gar nicht beurteilen kann, aber wer weiß, wie das nicht kommt, ne? Siehst du, Impfungen gibt's noch. Ich wollte gerade mal. Ja, so ein Ding kann ich mal benutzen. Das ist aber komisch. Also, das scheint so ein Bug zu sein, der jetzt auftritt. Dass Sachen sich hier selbstständig machen. Oh, wow. Das war kein Bug, das war eine Vision. Huh, da lief was. Ich laufe auch, aber in die andere Richtung. So. Hä? Was? Wie? Wo? Da ist er. Falsche Waffe jetzt hier. Beziehungsweise lange hält ihn ja nicht durch. Da war noch was? Nee. Weg mit dir. Man hat's doch hier gesehen. Ich will's da durchziehen. So. Ja, Plasma-Energie. Nee. Ja, schon sehr viel besser. So, ja, das Stück kann beginnen. Der Vorhang hebt sich, die Bühne belebt sich. Und so weiter. Das können wir mal mitmachen. Der nächste kriegt's. Reingeschossen. So. Hey! Ein schwarzer Rotzer. So, jetzt. Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin ja angekotzt worden. Ich wollte mir eigentlich das Späßchen gönnen. Ein bisschen auf dir rumzutrampeln, aber du hast mich gelähmt. Schade. Na gut, der erste hat ihm auch nicht so viel getan, muss man sagen. Der hat noch sehr viel mehr ausgehalten. Gut, ich bin bereit für die Show. Sieht doch alles sehr schön aus. Gehe ich mal hier hoch. Was haben wir denn da? Ach, das ist so ein Stase-Ding. Ob ich mir das mal hole? Vielleicht hier so hinlegen? Wurden die überhaupt schon eingeführt? Oh! Pff. Oh Gott! Gerade überlegt, was soll ich denn hier? Ah ja, hier. Können wir das machen? So. Hier. Da. Und dort. Dann würde ich sagen, verliere ich mal keine Zeit. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So. Wo seid ihr denn? Ist ja wie Tontauben schießen hier. Oh. Hoppla. Ah, oh! Was war das denn? Wo kamst du denn her? Und wer bist du überhaupt? Ah, ich hämmer! Kann das mal aufhören hier? Hey. Ja, geht. Jetzt kann man hier aber einen Arsch voll arbeiten. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier. Aua, aua, aua. Oh. Was? Ich konnte noch nicht mal fliehen. Au, shit. Was war denn das für ein scheiß Infektionsviech von der Seite da? Ist ja gar nicht lustig.
Geht's hier schon los? Was war das denn? Okay, vielleicht nehme ich beim zweiten Mal... Ich weiß nicht. Waffe war eigentlich okay. Ich muss aber schnell umschalten. Das ist das Problem. Also erstmal voll machen hier. So, wie viel haben wir denn? 47 ist nicht so viel. Oh ja. Da ist er. Ah, nicht nochmal. Nicht nochmal. Hoi, 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 hoi. Was ist hier eigentlich los? So, ich habe meine Muni verkauft. Boom, so. Krass, in solchen Szenen braucht man sie dann doch mal massiv. Eieieiei. Oh, mal gucken, was man hier noch rausbekommt. Oh Gott. Da habe ich jetzt aber gelitten. Ja, sehr schön. Da kommt wenigstens was zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Rest ist weg. Gut. Ah, dieser Infektionsheini hätte nicht sein müssen. Beim ersten Mal. geht's da zurück? Na, ach, hier geht's weiter. Huch. Jetzt habe ich aus Versehen umgeschaltet. Nein, 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 nein. Wir wollten die Aufgabe so... Ach, da sind auch noch ein paar Schränke, waren die vorher auch schon da. Plasma-Energie wäre vielleicht auch mal nicht schlecht gewesen. Aber gut, die ist ja auch runter jetzt. Naja, wird knapp. Mal sehen, wenn das Spiel irgendwann später richtig fies wird. Dann kann man auch mal überlegen, wieder den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Da ist ein Lock drin. Juhu, endlich Pause. Die Pause ist zu Ende. Ach so, schade. Textlock, ach, wieder lesen. Hä? Gut. Kinder spielen verrückt. Lehrerbericht, drittes Semester, 381-3. Ich weiß ja, dass Kinder so eine blühende Fantasie haben. Aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihre verstorbene Großmutter oder so. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semesters stetig gesunken ist. Walter Blake, Bildungsdozent für die 3. Klasse. Tja. Komisch, ne? Was die sich so einbilden. Diese Gören. Ach, hier geht's weiter? Nee. Was ist denn da? Schema-Flammenwerfer, okay. Daran konnte ich mich jetzt echt null erinnern, dass hier drin was war. Ja, gut. Aber das war jetzt nur ein Detail. Ansonsten kommt ja die Erinnerung immer wieder, wenn man... Ah. Wenn man dann da ist. So, lass mal hier an. Her damit, ein Knoten. Oh! Ach, Hallöchen. Da ist sie wieder. Ich höre mir das nicht an. Das kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du musst nie wieder auf dein Herz hören. Ach so, würde Nicole doch sowieso nie mit mir reden. Abgesehen davon, wenn ich mir die so angucke, dann ist das...
nicht die schwerste Übung der Welt, zu glauben, dass das nicht echt ist, ne? Ich meine, welcher normale Mensch leuchtet schon so aus dem Mund und aus den Augen? Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich trau ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Okay. Mir fällt gerade ein, ich hätte für die Kinderchen eigentlich auch gut die Harpunenkanone benutzen können, ne? Naja, steckst du nicht drin. Schau mal, wie lange fahren wir denn hier noch? Danke. So, oh. Da sind sie auch, die Harpunenspieße und die Detonatorminen. Ob ich noch zum Detonator komme? Vielleicht mal speichern. Aber es hat ja auch faire... faire Checkpoints. Also startet ja sowieso vom Checkpoint, wenn ich... oh. Oh nein. Ich weiß, was kommt. Ja, wenn ich... wenn ich sterbe. Aber natürlich sterbe ich jetzt nicht. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe, das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße, die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekapt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Tschüss. Heilige Scheiße. Isaac, komm zu Ihnen! Was denn? Was denn? Wo denn? Was? Das war er schon? Unglaublich. Oh, alles in Ordnung, Isaac? Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tideman den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tideman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Stross, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Stross muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Aggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Stross im Auge. Okay, Entschuldigung, aber das war unfassbar. Ich habe 3 Detonatorminen in den Brute reingehauen und er ist hin. Wow. Ich habe das hier sehr schlimm, viel schlimmer in Erinnerung.
Und das, ich dachte, es wäre jetzt erst die Szene, wo sie von allen Seiten kommen. Es kam auch irgendwie ein paar da oben. Und dann dachte ich erst, das wäre eine Arena mit vielen kleinen Viechern. Die gab es nämlich auch, aber dann war es doch nur der Dicke. Oder vielleicht wäre, wenn ich nicht so schnell gewesen wäre, alles auf einmal gekommen. Aber so habe ich echt Glück gehabt, muss ich ja mal sagen. Wow, ich bin happy. War zwar jetzt nicht so der spektakuläre Kampf zugegeben. Aber hey. Was soll's, ne? Geschafft ist geschafft. Gut, weiter geht's. Oh. Wie war das? Hier konnte man auch Sachen reinwerfen. Das ist vielleicht das Beste. Sowas zum Beispiel. Laserfallen. Oh nein, nein, nein. Nicht er wieder. Erstmal so ein Ding hier rein. Oh, shit. Au, hey. Kotzt dich aus. Oh, meine Lieblinge aus dem ersten Teil. Wie schön. Puh. Irgendwann mache ich mir auch mal wieder ein kleines Medipack rein. Und zwar jetzt. Warum nicht? Ist ja immer noch nicht ganz voll. So. Die sind eklig. Die sind eklig. Jetzt habe ich wieder eine ganze Menge Impuls, ne? Vielleicht mal wieder auf die schalten. 100 drin. Ellie, was macht Stross? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Hey, und ich bin schon im Kapitel 7. Ich finde, man kriegt es irgendwie nur ganz selten mit, wenn so ein Kapitelwechsel ist. Wenn man mal nicht aufpasst, hat man diese Einblendung verpasst. So, zumindest geht es mir so. Es ist wieder mal ein... Oh, schön. Hey, 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 hey. Nein, nein, nein. Halt, fucken, ey. Mann, und gleich der nächste. Ich hasse euch. Ich weiß gar nicht, ob man dadurch überhaupt... auch Energie verliert. Oder ob das einen nur verlangsamt. Aber diese Kotze ist nicht schön. Boah, da kullert was. So, was machen wir zuerst? Erst immer Shop, damit man weiß, wie man so mit dem Geld dasteht. Und dass man weiß, ob man Knoten kauft. So, Flammenwerfer. Ich hatte doch hier wieder... Genau, gucke mal da. Was ist das? Rubin bringt wieder 10.000. Wow. Gold bringt nur 3.000, ist jetzt nicht so prall. Stase-Packs kommen weg, ehrlich gesagt. Das hebe ich mir mal auf. Okay, Harpune habe ich ja theoretisch. Strahlenmunition kommt weg. Detonator habe ich. Gut, da geht nichts mehr raus. Ich kaufe jetzt keine neue Waffe. Ich benutze ja die vorhandenen kaum. Was kommt eigentlich noch so alles? Kommt eigentlich noch? Kommen noch faszinierende Sachen? Hier sowas, Laserkanone. Vielleicht irgendwann mal. Offiziell habe ich die noch nicht. Ich kaufe jetzt noch 2 Knoten und dann geht's zur Bank. Und irgendwie kommt kein neuer Anzug rein. Da muss man sich ja doch mal überlegen, ob man da mal... Naja, weiß ich nicht. Irgendwas nimmt, was nichts kostet, damit wir einfach mal eine Abwechslung haben. Fähigkeit umbauen freigeschaltet. Aha. Wähle ein Objekt und drücke R, um alle installierten Knoten zu entfernen und erneut zu nutzen. Kostet 5000 Credits. Nee, nee, danke. Dann überlege ich mir vorher gut, was ich mache. Überlege ich mir lieber vorher gut, was ich mache, wollte ich sagen. Rick, wie geht's denn da weiter? Da könnte man mal 1, 2 wieder hier reinpacken. Schaden bei Aufspießen mit Chinese. Ach so. Ja, das wäre auch gar nicht so schlecht. 2 mal 50%, dann habe ich ja 100% erhöht. Oder?
Ich meine, ich benutze es. Einen mache ich mal da auf jeden Fall rein. Wenn ich es dann mal benutze, hilft's. Dann machen wir einen zur Vorbereitung. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Beim letzten Mal habe ich alles in Plasma-Cutter gesteckt, weil ich da so gierig war. Aber jetzt würde ich auch gerne mal tatsächlich... Was ist das hier? Schaden durch Sekundärfeuer, was ich nicht benutze. Also diese obere Reihe kann ich mal komplett ignorieren. Ich würde sagen, ich gehe mal ins Nachladen und gehe mal hier unten zum Schaden und zur Kapazität und vielleicht noch zu... mal gucken. Auf jeden Fall lasse ich den dann erstmal aus. Dann geht es jetzt erstmal in der Richtung weiter. Ne? So viel habe ich nicht mehr. Noch drei, die ich benutzen kann. 1, 2, 3. Oder 1, 2, 3. Dann nehme ich lieber die Kapazität rein und den Schaden. 1, 2, 3. Das war jetzt natürlich mit dem Knoten dumm. Dann hätte ich wenigstens hier vorbereiten können. Aber ich will ja da nicht hingehen aufs Sekundärfeuer. Das will ich mir eigentlich komplett sparen. Weil das schon im ersten Teil doof war. Also so falsch ist das nicht. Gut. Speichere ich mir das hier gleich noch schnell ab und dann geht es beim nächsten Mal in die Richtung weiter, würde ich sagen. Ja, und dann recherchiere ich nochmal, dann weiß ich vielleicht auch mehr über die Anzüge, was da noch so kommt und wann es kommt. Ja, mal schauen. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei Dead Space 2. Bis dahin. Tschüss.